Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Fondation Weiland. Am Sonntag endet die Ferdinand-Hodler-Ausstellung. Über 140.000 Besucherinnen und Besucher haben Sie schon gesehen. Dieses Wochenende ist die letzte Gelegenheit, sie nicht zu verpassen. Auch wenn der Frühling noch auf sich warten lässt, bietet die Fondation Weiland ein Sommerprogramm, das bei jedem Wetter inspirierende Kunsterlebnisse ermöglicht. In den nächsten Wochen eröffnen wir gleich mehrere neue Ausstellungen und Projekte. Am 6. Juni startet unser diesjähriges Kunstprojekt im öffentlichen Raum. Die vier großen Geister des bekannten deutschen Künstlers Thomas Schütte werden diesen Sommer zuerst in Zürich am See, am Bellevue-Utoquai zu sehen sein, anschließend in Genf und Bern und rechtzeitig zur Eröffnung der großen Ausstellung der Fondation Weiland auch hier in Basel. An allen Vernissagen sind prominente Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft anwesend. Einen Tag später eröffnet die zweite in unserer Serie von kleinen Ausstellungen mit Werken des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder. Diesmal zeigen wir ein Dutzend Werke aus Museen, Privatsammlungen und der Calder Foundation, die in Verwandtschaft zur großen Skulptur de Tri von 1966 des Künstlers steht, die derzeit restauriert wird und diesen Sommer wieder in unserem Park aufgestellt sein wird. Für Calder-Liebhaber ein wahres Paradies. Gleichzeitig eröffnen wir die Neupräsentation der Sammlung Weiland mit Schwerpunkten auf Werken des europäischen Surrealismus, der ozeanischen Stammeskunst und des amerikanischen abstrakten Expressionismus. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Daraus Collection zeigen wir auch einen Saal mit deren Werken von Willem de Kooning. Im Souterrain des Museums, wo wir uns jetzt befinden, widmen wir auf 600 Quadratmeter Andy Warhol eine Spezialpräsentation, wo wir zum Hell-Dunkel-Thema wichtige Werke aus drei Schweizer Sammlungen mit Weltklasse vereinen, der Sammlung Weiland, der Daraus Collection und der Bischofberger Collection. Am Tag darauf eröffnen wir eine spektakuläre Ausstellung von Maurizio Cattelan, einem der meistdiskutiertesten Künstler unserer Zeit. Die Ausstellung nach seinem angekündigten Rücktritt aus der Kunstwelt eine Überraschung sein soll, wird nicht im Voraus verraten, was es zu sehen werden gibt. Der Künstler wird an der Eröffnung und eine Woche später an der Vernissage seiner neuesten Toilet Paper Publikation anwesend sein. Am 10. Juni organisieren wir für Sie einen Medienrundgang. Der derzeitige und der ehemalige Direktor der Biennale von Venedig, Massimiliano Gioni und Francesco Bonami, werden am Freitag, 14. Juni, in der Fondation Weiland ein öffentliches Gespräch über das Werk von Cattelan bestreiten. Der Höhepunkt unseres Sommerprogramms ist die Ausstellung Max Ernst, die wir Ihnen heute gerne vorstellen möchten. Es ist eine der größten Ausstellungen, die wir je präsentiert haben. Nach meiner Begrüßung wird Sie unser Kurator Raphael Bouvier in die Ausstellung einführen. Anschließend wird Ihnen die Co-Kuratorin Julia Drost, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Max-Ernst-Forschungsstelle in Paris, sagen, was Max Ernst mit der Schweiz verbindet. Und als Höhepunkt wird der große Max-Ernst-Experte Werner Spies über den Künstler sprechen. Der ehemalige Direktor des Centre Georges Pompidou und Kunsthistoriker, der auch in Zusammenarbeit mit Picasso den Oeuvre-Katalog seiner Skulpturen erstellt hat, war ein persönlicher Freund von Max Ernst und hat dessen Werk als Kurator und Herausgeber vieler Publikationen in einzigartiger Weise gefördert. Unsere Medienkonferenz endet in etwa einer Stunde mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, Interviews zu machen und sich an unserem Buffet zu stärken. Warum zeigt die Fondation Weiland in Kooperation mit der Albertina Wien eine große Max-Ernst-Retrospektive? Ernst war ein von Ernst Weiland hochgeschätzter Künstler und persönlicher Bekannter schon aus den Frühzeiten der Galerie. Weiland hat in den Jahren 1955, 1974 und 1985 Ausstellungen mit Max Ernst organisiert. Er hat mit seinen Werken gehandelt und ungefähr 180 Werke in Sammlungen vermittelt, darunter einige Spitzenwerke unserer Retrospektive. In der Edition Weiland hat er 1953 das druckgrafische Mappenwerk Das Schnabelpaar herausgegeben. Max Ernst ist mit 7 Werken in der Sammlung Weiland vertreten, darunter eine Schenkung aus der Sammlung Dreifuß West.
Unsere Ausstellung ist die erste Retrospektive in Österreich überhaupt, die erste in der Schweiz seit dem Tod des Künstlers 1976. Im deutschsprachigen Raum ist es die erste im 21. Jahrhundert und international gesehen die bedeutendste seit der von Werner Spies organisierten in Paris und Düsseldorf in den 90er Jahren. Unser Ziel war es, dass es nicht nur eine wichtige, sondern eine besonders schöne Ausstellung ist, die eindrücklich aufzeigt, worin die besondere Bedeutung des Werks von Max Ernst für unsere Zeit liegt. Max Ernst gehört zu den wichtigsten Künstlern der klassischen Moderne. Dabei ist er mindestens so vielseitig, erfindungsreich und geheimnisvoll wie Kollegen wie Arp, Miro, Dali und Magritte. Außerdem war er ein Wegbereiter für die amerikanischen abstrakten Expressionisten unter Jackson Pollock. Und er bleibt eine Inspirationsquelle für die Künstler der Gegenwart, wie beispielsweise Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Damien Hirst und Neo Rauch. Spannend an Max Ernst sind nicht nur seine Werke, wo es viele Bedeutungsebenen zu entdecken gibt. Filmreich ist auch sein Leben. Seine Biografie widerspiegelt die Zeitgeschichte exemplarisch. Tiefgründig sind die Themen und faszinierend die Welten, in denen er die Betrachter entführt. Als fortwährender Erfinder neuartigen Figuren, Formen und Techniken wie die Collage, Frottage, Grattage, Dekalkomanie und Oszillation hat er sich ständig weiterentwickelt. Ein Maler ist verloren, wenn er sich findet, sagte Max Ernst und liefert damit den Schlüssel zum Verständnis seines einzigartigen Werks, das sich einer klaren stilistischen Definition entzieht. Er ist in Bedeutung und Biografie ein wahrer Jahrhundertkünstler, führendes Mitglied von Dada und Surrealismus, einflussreicher Emigrant, einsamer Eremit, verehrter Altmeister, ein Nomadenkünstler, geschichtsbewusster Revolutionär, kulturelles Gewissen Europas, Freund, großer Künstler, Dichter und Denker, Liebhaber interessanter und berühmter Frauen, kritischer Freigeist, Gefangener und Flüchtling, neugieriger Forscher und Erfinder, ein Multimedia-Künstler, Maler, Bildhauer, Zeichner, Poet und Filmemacher, der große Meister der Collage, ein Akrobat auf dem Hochseil der Ambivalenz, ein Erbauer von Kunstnestern auf den Trümmern der Paläste und Tempel untergegangener Kulturen, ein Träumer und Magier, ein Paradiesvogel und Chamäleon, ein Entdecker von Tiefen des Bewusstseins mit Höhenflügen ins Universum. Viele seiner Kunstwerke scheinen Träumen zu entspringen und Prophezeiungen zu beinhalten. Sie sind voller Rätsel, wo wundersame, unheimliche und erotische Gestalten surreale Welten bevölkern. Dabei reflektieren sie ihre Zeit und die Orte ihrer Entstehung. Und sie beschäftigen sich mit einer unglaublichen Vielfalt von Themen. In einer exemplarischen Auswahl von 157 Werken in 10 Sälen präsentiert die Ausstellung sämtliche Schaffensphasen des Künstlers. Im Vergleich zur ersten Station in Wien sind nochmals 20 Werke, darunter ein halbes Dutzend großartiger Schlüsselwerke des Künstlers dazugekommen. Mit Ausnahme von 7 aus der Sammlung Beiler sind es alles Leihgaben aus renommierten europäischen und amerikanischen Museen und Privatsammlungen. Da etwa die Hälfte aus Privatbesitz kommen, sind darunter auch Werke, die noch selten oder nie an Ausstellungen geliehen wurden. Nie hätten wir zu träumen gewagt, dass es gelingen würde, beinahe sämtliche wichtigen Werke des Künstlers ausgeliehen zu erhalten. Wir danken dafür allen Leihgebern für ihr Vertrauen und ihre Großzügigkeit. Mein großes Kompliment geht an das fantastische und hervorragend harmonierende Kuratoren-Dreamteam, welche hervorragende Arbeit geleistet hat. Die drei Musketiere Raphael Bouvier, Julia Trost und Gisela Fischer und unser Dachdanion Werner Spies mussten in der Tat einige Abenteuer bestehen, um eine Ausstellung dieser Qualität präsentieren zu können. Und natürlich bin ich dankbar dafür, mit welcher Freude und Professionalität sich die Mitarbeiter der Fondation Beiler für das Gelingen der Ausstellung, des Katalogs, der Kommunikation und des Begleitprogramms eingesetzt haben. Unsere gemeinsame Arbeit hat wunderbare Früchte getragen. Und bitte ich Raphael Bouvier, den Kurator, uns die Ernte vorzustellen.